Die Leberchirurgie besteht aus zwei großen Bereichen. Ein Bereich ist die Traumaversorgung. Wichtig ist, dass wir dabei Patienten, die eine Leberverletzung bekommen haben, sei es durch einen Autounfall oder auch manchmal auch durch eine Stichverletzung, sicher versorgen können. In der Regel sind es Blutungen, die wir dann im Operationssaal stellen. Der andere Bereich ist die Tumorchirurgie. Es gibt Tumore in der Leber, sei es, dass dort primär in der Leber Tumore entstehen oder dort hineinwandern, hineingestreut werden über zum Beispiel über Darmtumore. Darin besteht die Aufgabe in der Leberchirurgie, die Tumore sicher zu entfernen.